Österreich in den Top 5 zu vertreten, ist schon was Besonderes. Ja, ich würde schon sagen, dass ich eine ehrgeizige Person bin. Laura Stieger von Austria, der National Champ. Ein Sensationserfolg. 20 Jahre alt und schon auf dem Podest des Weltcup-Rennens. This year's World Cup is go here in Novi Mesto, Namorabi. Laura Stieger is amongst the world's best. Es ist anstrengend. Es ist der schnellste Mountainbikesport, den es zurzeit gibt. Es geht um viel. Es geht um wirklich viel. Erstes XCO Elite-Rennen und dann so weit vorne mitzufahren, zu kennen, voll lässig. Laura Stieger, sensationelle Leistung. Die beste Leistung einer Österreicherin seit einem Jahrzehnt. Unglaublich, hatte ich mir nie gedacht vor der Saison. Ja, also ich würde sagen, besser kann es fast gar nicht mehr laufen. Natürlich habe ich eine Lebensmutter. Allem volle. Immer Vollgas. Ja, ich bin ziemlich viel unterwegs, aber da schätzt man immer wieder, wie schön es eigentlich daheim ist. Ich bin eigentlich im Dorf aufgewachsen. Also ich kann mir keinen anderen Platz vorstellen, als wie in Heimat zu leben. Wenn ich aus der Haustür rausgehe, dann habe ich wirklich einen Spielplatz vor mir. Ich habe die besten Möglichkeiten im Metzdorf zum Trainieren mit Rails bis zum Umfallen. In die Bergseine bedeutet für mich einfach Freiheit, ab zum Abschalten. Das Spannende am Mountainbiken, dass man so viel kennenlernt, angefangen von den Leuten, von den Locations, von den Kulturen. Dann kann es auch sein, dass ich zum Teil 3 Wochen unterwegs bin. Deswegen ist ja ein Verhältnis mit dem Team ganz wichtig. Ich bin gerade in Südafrika für das erste Teamcamp zusammen mit Specialized. Wir haben daheim gerade Winter, Minusgrade. Und in Südafrika hat es 30 Grad, 35 Grad. Da sind schon mal gescheite Herausforderungen, aber Trails sind mega. Ich kann es kaum erwarten, die Saison loszustarten. Ja, ist ein richtig cooles Land, um sich kennenzulernen und ein bisschen eine gescheite Atmosphäre aufzubauen. Wenn ich ein Koch wäre, dann dachte ich das abschmecken, aber Gott sei Dank bin ich keiner und habe keine Ahnung davon. Ich weiß leider, dass es gut schmeckt. Buon appetito! At the end we spend 24 hours with each other. It's not like you go to the office and you spend 8 hours and then you go home and you have your life here. Your life is this 24 hours. Zu der Disziplin bin ich durch eigentlich die Nachbarn gekommen. Da habe ich schon gesehen, wie Spaß die am Biken gehabt haben und bei mir vorbeigefahren sein. Und dann habe ich gedacht, das muss ich auch probieren. Und eigentlich seitdem taugt mir das voll und der Bruder war eigentlich schon immer dabei. Ich bin der Lars Sticker, der Bruder von der Laura. Wo ich das bei der Laura das erste Mal gesehen habe, dann hat es mir eigentlich auch gleich, dass ich das dienen will. Also ich finde die Laura, die ist eine sehr ehrgeizige Person. Sie ist für mich eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man so ein gutes Familienverhältnis wie ich jetzt haben, dass man es so hat. Und oft vergisst das zu schätzen. Generell die ganze Familie steht dann hinter ihm, auch Oma, Opa, Mama und Papa. Ohne denen war ich nie so weit gekommen, weil die haben mich wirklich in jeder Situation unterstützt und sind immer hinter mir gestanden. Und haben auch viel eingesteckt, für dass wir Kinder das tun können, was wir absolut gern tun. Ich bin sehr, sehr dankbar darüber. Zusammen sind wir eigentlich fast immer unterwegs. Los geht's! Mein Bruder und ich haben schon ein gescheites gutes Verhältnis. Wie findest du eigentlich mich? Ja, eigentlich geht mir das schon auf den Keks. Immer voller, immer voller. Kann ich da einmal ein bisschen langsam machen? Obwohl ich jetzt mittlerweile auch geschlossen habe. Aber das geht mir eigentlich echt auf den Keks. Nein, nein, Spaß. Super nice. Super nice. Als Trainer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen von der Laura.
eher als Trainingspartner. Wir pushen uns gegenseitig. Er ist richtig stark im Downhill. Da kann man so einiges von ihm lernen. Halt euch easy. Nehmen wir hart? Jo. Und schaff! Oh, senkt euch mal um. Holy moly! Yes! Jawohl! Train hard, but rest harder. So läuft der optimale Trainingstag. Ein bisschen brennen. Perfekt! Fast schon wie ein Champagne-Shower. Er war richtig lässig mit dem Bruder. Das Wetter ist ja Wahnsinn. Und am Sonntag daheim sollte man schon wieder minus 17 Grad rum. Ich glaube, ich kriege einen Schock. Aber ich freue mich schon wieder voll aufs Skitouren gehen. Wenn ich nicht am Bike bin, bin ich im Winter eigentlich auf Ski unterwegs. Egal ob Skitouren-Ski, Langlauf-Ski. Das taugt mir und ist auch nicht so schlecht zum Ausdauerturnieren. Mein Trainer ist der Ruppi. Also die Laura trainiere ich seit einigen Jahren. Sie hat alle Facetten. Das kann man nicht mit einem Wort oder mit vielen Worten sagen. Also die Laura ist einfach die Laura und ist schön. Ja, Skitour ist einfach auch gut für den Kopf. Es ist ein anderes Medium, trotzdem draußen in freier Natur, wie es beim Mountainbiken auch ist. Aber auch lässig, ja. Und vor allem in den Ötztaler Alpen, da muss man Skitour gehen. Alpenvolle. Das erste Rennen, da weiß man nie, wo man liegt. Es gehört zu den Rennen dazu, die wir für die Vorbereitung für die ersten Weltcuprennen bzw. Olympia-Qualifikation brauchen. Die Rennen vor dem Weltcup sind wirklich wichtig, dass man sieht, wo man ungefähr umgeht, damit man die Härte kriegt und fürs Training nutzen kann. Massage-Face. Peter is doing a lot of work to get our legs in shape. Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt und dann habe ich mich mit der Teamkollegin, mit der Sina, gebettelt bis zur letzten Runde. Wir haben dann noch mal gescheit attackieren können. Tabella numerica numero 2 della Specialized Racing. L'applauso del pubblico per Laura Stigan! Ich bin happy, dass es mit einem Sieg schon in die Saison startet. Erstes Rennen. Der Saison 2021 und gleich schon mit dem ersten Platz starten. Besser kann es fast nicht sein für das Selbstbewusstsein. So kann es gern weitergehen. Morgen! Das ist die letzte ganze Einheit vor dem Rennen. Ja, 60 Kilometer sind jetzt. Sei nicht schlecht. Oh, nee, alles. Los geht's. Boah, voll verschalten. Jetzt ist die Blinker sicher zur Eigenschaft zu einem Athlet, um wirklich 100% Gas zu geben. Dass man hier den Fokus nicht verliert, ist schon eigentlich ein Challenge. Und das gehört aber dazu, damit man am Top-Level fahren kann. Scheiße.
die Mauer hat man echt nicht gesehen. Hey. Nein. Ein bisschen Adrenalin gekickt. Haben wir aktiviert. Und die schienbeiße Jacke. Auf einmal ist es komplett steil geworden. Ja. Und dann habe ich eh schon voll auf die Bremse gedrückt. Oh, so. Ja, mein letzter Sturz ist eigentlich schon eine Weile her. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal wirklich geflogen bin. Ausschürfungen gehören dazu. Und ja, jede ist eine Erinnerung. Genauso wie dir. Also, Flickigkeit. Kann schlimmer gehen. HC ist eigentlich die Kategorie unter dem Weltcup. Das heißt, schon ein gescheit gut besetztes Rennen. Und vor allem in Corona-Zeiten sei wirklich jeder dort, also wenig Rennen sein. Ich wechsle da in Rom und gerade von der Laura, weil sie vorgestern einen kleinen Sturz hat. Und ja, hat so einen kleinen Kratzer drinnen und jetzt müssen wir das Ding wechseln. Yeah, everything's ready. Last ball check before the race and all good. Ready to race. Die Startnummer, die läuft mir nicht einfach so aus. Das geht nach dem Weltrang. Momentan liege ich, glaube ich, so bei 20 herum. Aber dadurch, dass nicht alle 20 da sind, rutscht man halt die Position nach vorne. Aber es waren eigentlich die 10 besten der Welt da. Das ist einfach, wenn der Trainer noch mal kurz vor dem Rennen zu mir kommt, da checkt man noch mal kurz Linien ab. Und das brauche ich einfach und bin froh, dass er es macht. Die letzte Startvorbereitung. Das Startfeld war eigentlich richtig gut besetzt. Auch bei uns 105 Athletinnen. Das hat man nicht oft. 30 Sekunden, Finger raus, Riesen! Ich habe einen guten gehabt, muss ich sagen. War ich am Anfang so Platz 5. Dann habe ich dann aufgeschlossen zum dritten. Und dann ist in die Serpentinen reingegangen. Ich war ein bisschen ungeduldig und wollte unbedingt vorne reinfahren. Dann habe ich so viel Schwung gehabt, damit ich genau an so einem Stein an der Kante getroffen habe. Und dann habe ich schon gehört, dass die Luft für den Vorderreifen schön langsam hinausgeht, bin ein Stückchen oder vorn. Aber dann im Downhill habe ich eigentlich alles rennen müssen. Und vor allem, wenn man dann ziemlich weit vorne ist und die ganzen Fahrer die überholen möchten und du dort dann nicht im Weg stehen willst. Die Laura hat den Platten angefahren. Es ist nicht ohne, vor allem mit den Radlschuhen rennen ist schon eine gute Herausforderung. Komm, Laura! Schnell beseitigt das Problem. Komm, Laura, auf geht's! Fast. Mechanische Defekte sind in dem Sport eigentlich immer noch alltäglich. Wir haben einige Plätze verloren und haben das natürlich an der Strecke, wo man jetzt nicht gar so viel überholen kann, so gut wie möglich geschaut, dass sie wieder vorkommen. Schauen wir, was neu ist, von hinten nach vorne zu fahren. Aber das soll keine Ausrede sein.
Ja. Aufpacken und aufs nächste schauen. Dann würde ich gerne ein bisschen ausfahren. Ja, Fehler, da kann man leider rauslernen. Und vor allem jetzt da bei dem Rennen. Ich glaube, das wird mir nie wieder passieren, dass ich ja, lieber ein bisschen länger warten und dann überholen, als wäre gleich schon ein bisschen ungeduldig sein und das Gaspedal zum Drücken. Und ich glaube, das passiert mir nicht mehr. Und im Prinzip ist alles ein Lernprozess. Also in dieser Saison ist wichtig, dass die Laura sich sportlich weiterentwickelt und ja, dass es eventuell durch diese Entwicklung dann auch Olympia sein kann. Ziel natürlich von mir wäre eine Medaille bei Olympia. Das war der absolute Hammer. Allem voll, weil wisst ihr,